Yo Leute, was geht? Heute mal wieder in diesem Video eine weitere Folge von GTA Charakteren im Real Life. Unter anderem geht es natürlich um einen der Hauptcharaktere aus GTA 5, also Franklin Clinton. Wir werden uns nämlich ein bisschen hinter die Kulissen begeben, um mal zu schauen, wie Franklin Clinton nämlich im echten Leben ist und ob das Leben von Franklin in GTA 5 genauso ist wie im Real Life. Außerdem schauen wir uns natürlich noch weitere Charaktere an, unter anderem natürlich auch eine absolute Legende. Also bleibt auf jeden Fall dran, lasst euch mal überraschen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten sehr freuen. Also Leute, würde ich auf jeden Fall sagen, fangen wir direkt mal mit dem ersten Charakter an. Und dieses Mal fangen wir einfach mal direkt mit der Legende an, denn wir gehen einfach mal direkt zurück zu GTA San Andreas. Dort gibt es nämlich auf jeden Fall eine absolute Legende, und zwar, wer kennt die Person nicht? Carl Johnson alias CJ in GTA San Andreas. Er ist nämlich der Hauptcharakter aus dem wahrscheinlich beliebtesten Spiel der GTA-Reihe, und zwar GTA San Andreas. Und dazu habe ich auf jeden Fall wieder einige ziemlich interessante Infos für euch. Unter anderem natürlich, wie CJ im Real Life aussieht, denn es ist tatsächlich so, dass Rockstar Games auch in den früheren GTA-Teilen echte Schauspieler benutzt hat. Also finde ich auf jeden Fall schon ziemlich cool, dass sie damals schon sehr viel Technologie eingesetzt haben. CJ wird nämlich synchronisiert von Chris Ballard, und so sieht er nämlich auf jeden Fall im Real Life aus, und wir werden uns in diesem Video natürlich ein bisschen mehr noch mit ihm beschäftigen. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch gleich. Aber jetzt nochmal eine ganz kurze Sache für euch, und zwar, ihr erkennt doch sicherlich CJs Stimme noch, und CJ hatte einfach eine wirklich richtig legendäre Stimme, und die hat er einfach genutzt, um einfach Rapper zu werden. Und dazu zeige ich euch mal einen ganz kurzen Ausschnitt, vielleicht erkennt ihr es ja noch aus dem GTA San Andreas Soundtrack. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing even police. Und das hört sich auf jeden Fall schon ziemlich geil an, und deshalb hat sich halt Chris Ballard dazu entschieden, auch echter Rapper zu werden nach dem Release von GTA San Andreas. Und dazu gibt es ebenfalls auch einen YouTube-Kanal, den er hat, und zwar nennt sich dieser nämlich Young Melee. Habe ich euch natürlich auch in die Beschreibung verlinkt, und ich bin jetzt nicht so der richtige Typ, der eigentlich Hip-Hop-Musik hört, aber Chris Ballard, also CJ, er hat es wirklich richtig drauf, Leute. Schaut euch auf jeden Fall mal vielleicht einen der Videos an. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil, denn er hört sich einfach mit dieser Stimme echt legendär an. Ach ja, Leute, und noch ein paar kleine Randdaten, und zwar wurde Chris Ballard natürlich im Jahr 1979 geboren, und er ist der Cousin von dem Schauspieler von Franklin. Leute, der Hauptcharakter aus GTA San Andreas ist in echt der Cousin von dem Hauptcharakter aus GTA 5. Dazu kommen wir aber, wie gesagt, gleich. Der nächste Charakter, Leute, den ich euch vorstellen möchte, der ist so ein bisschen verrückt, und zwar, ich glaube, viele werden ihn vielleicht kennen, aber natürlich werden die meisten von euch, die ihn kennen, dann ein bisschen hassen. Es geht natürlich, Leute, um Roman Bellic, einen der Hauptcharaktere aus GTA 4, und zwar der Cousin von Nico Bellic. Und viele haben sich natürlich gefragt, wer steckt eigentlich hinter dieser verrückten Stimme? Das habe ich mir natürlich auch immer gefragt. Und dann habe ich gefunden, dass Roman Bellic von Jason Samwell gespielt wird. Viele von euch werden sich hier direkt fragen, wer ist das eigentlich? Habe ich mir auch am Anfang gedacht. Dann habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, ob es vielleicht auf YouTube ein paar Videos zu ihm gibt. Und auf jeden Fall habe ich etwas gefunden. Und ich glaube, Leute, diese Stimme, die wird auf jeden Fall jeder von euch erkennen. Nico, mein Cousin, I'm so glad you're here. Also wie gesagt, optisch sehen sich die Charaktere vielleicht nicht eins zu eins ähnlich, aber die Stimme, Leute, die wird auf jeden Fall niemand vergessen. Ach ja, und ebenfalls, der Schauspieler von Roman hat nicht nur in GTA 4 gespielt, er hatte ebenfalls auch eine Synchronstimme in Saints Row, da hat er nämlich Vlad gesprochen. Ich habe das Spiel jetzt ehrlich gesagt nicht gespielt, aber für die Leute, die es gespielt haben, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es vielleicht erkannt habt. Der nächste Charakter, um den es geht, ist schon ein bisschen ikonisch, und zwar, er ist so ein bisschen hinter den Kulissen, aber in GTA 5 hat sich dieser Charakter zum ersten Mal gezeigt. Es geht nämlich um Laszlo, und Laszlo ist so ein bisschen besonderer Charakter, denn Laszlo in GTA 5 ist Laszlo im Real Life, also genau 1 zu 1, also die Story von Laszlo wurde tatsächlich 1 zu 1 in GTA 5 kopiert, und dazu hat sich Rockstar Games nicht irgendwie einen neuen Charakter überlegen lassen, sondern sie haben einfach genau den gleichen Namen von Laszlo aus dem Real Life einfach in GTA 5 übernommen, und so sieht der Charakter natürlich ähnlich aus, also die sehen sich auf jeden Fall, Leute, mega ähnlich, man würde ihn auf jeden Fall sofort erkennen. Und hinter Laszlo steckt natürlich auch eine interessante Geschichte, denn wie ich ja gerade gesagt habe, ist Laszlo ein Charakter, der schon wirklich sehr ikonisch ist und in sehr vielen GTA-Teilen gewesen ist. Aber viele sagen sich sicherlich, ja, wir haben doch Laszlo gar nicht gesehen in dem Spiel. Da habt ihr auf jeden Fall recht, denn Laszlo war jetzt kein Spieler, also kein Schauspieler, sondern war nämlich DJ in den Radiosendern der früheren GTA-Teile. Und deshalb war er nämlich in folgenden Spielen drin. Okay, Leute, macht euch bereit. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, GTA 4, GTA 4, The Lost and Dead, GTA 4, The Ballad of Gay Tony, GTA 5 und GTA Online. So, Leute, das waren auf jeden Fall die ganzen Spiele, in denen Laszlo
Laszlo drin war in Radiosendern. Und für die Leistung muss man auf jeden Fall schon Applaus sagen, dass Laszlo schon so lange dabei ist. Und in GTA 5 war er, wie gesagt, zum ersten Mal auch zu Gesicht zu bekommen und moderiert natürlich die Sendung Fame or Shame. Kommen wir aber mal direkt zu unserem Hauptcharakter von dem heutigen Video, und zwar Franklin Clinton. Ein Charakter, der es in GTA 5 von ganz unten nach ganz oben geschafft hat und das innerhalb von einigen Monaten mit Hilfe von Lemar, mit Michael und ebenfalls auch mit Trevor, die haben ihm nämlich zu seinem Erfolg verholfen. Franklin Clinton wird nämlich verkörpert von Sean Fontino und ähnlicher könnten diese Charakter ehrlich gesagt gar nicht sein, das sieht man vor allem an der Nase, also die sehen sich wirklich eins zu eins identisch. Finde ich auf jeden Fall cool, dass Rockstar Games es richtig gut hingekriegt hat in GTA 5. Auf jeden Fall wurde Sean Fontino im Jahr 1976 in Los Angeles geboren, also wie gesagt auch wie der echte Franklin. Sein eigentlicher Spitzname in der Gang und in dem Gebiet war aber allerdings Solo. Diesen Namen hat er natürlich auch ebenfalls auf seinem Instagram-Profil und dazu lädt er natürlich regelmäßig Bilder von sich hoch und generell von seinem Leben und Leute, da sind wirklich verrückte Videos drin, also könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen und ihr könnt natürlich auch auf meinem Instagram-Profil folgen, würde mich natürlich ziemlich freuen, falls wir vielleicht bald 25.000 Follower schaffen. Da poste ich natürlich auch ein paar Bilder und haue natürlich regelmäßig ein paar Stories raus und ich benachrichtige euch dann auch, wann denn endlich der nächste Livestream kommt. Aber wie gesagt, kommen wir einfach mal zurück zu Franklin. Er ist nämlich wie gesagt Rapper, Synchronsprecher und ebenfalls Schauspieler. Bekannt wurde Sean Fontino hauptsächlich durch seine Rolle in GTA 5, also das ist wie gesagt das Einzige, was ihn richtig hochgezogen hat. Aber das ist nicht das Einzige, wo er gewesen ist, denn er war tatsächlich schon in GTA San Andreas drin. Jetzt fragt euch bestimmt Leute, wow, Franklin in GTA San Andreas, das wäre doch richtig krass. Aber es ist halt so, er spielte wirklich eine richtig krasse Nebenrolle und zwar war er halt eine der Rekruten, die CJ in seiner Gang, der Grove Street Gang, aufnehmen konnte und er hatte ihnen wie gesagt nur die Stimme verliehen und ja, wie gesagt, auf jeden Fall eine ziemlich große Karriereleiter erklommen vom Grove Street Gang Mitglied zum Hauptcharakter in GTA 5. Doch was das Interessanteste an Sean Fontino ist, ist wirklich sein Privatleben. Er lebte nämlich in einem richtig armen Stadtviertel, also da waren wirklich ziemlich viele Gangkriege und so weiter und tatsächlich war Sean auch in einigen dieser Sachen richtig integriert. Dazu zählt natürlich Drogenhandel, viel Geld, aber natürlich auch in Gangkriegen. Und ich weiß nicht, ob er tatsächlich auch mit einer Waffe gekämpft hat. Es kann natürlich sein, dass er gestorben wäre. Aber er zeigt hier in diesem Video auch einige Stellen, wo wirklich ein paar Gangkriege waren und dass da hier Einschusslöcher in der Kirche waren oder in dem Gebäude. Und auch sein Vater, den man natürlich auch hier in diesem Video sehen kann, der war natürlich auch ein bisschen verwickelt in diese ganzen Sachen. Also auf jeden Fall eine wirklich ziemlich krasse Story, denn Franklin, also Sean Fontino, hatte nämlich auch gesagt, dass als er das Skript zu GTA 5 bekommen hat, hat er erstmal gedacht so, wow, ist das meine Story, die haben fast genau meine Story kopiert und da konnte er sich mit dieser Rolle wirklich perfekt identifizieren und man hat auch gesehen an seiner Rolle, wie er die gespielt hat, er hat sie wirklich richtig gut gemeistert und die ganzen Sachen, die man in GTA so mitbekommt, also Drogen, Handel, Waffen und Schmuggel und generell, die waren halt im echten Leben für Sean tatsächlich an der Tagesordnung, also es war kein einfaches Leben für ihn, aber hat es halt von unten wieder nach oben geschafft. Dann habe ich allerdings noch etwas ganz anderes für euch und zwar schauen wir uns ganz kurz mal dieses Interview an und hört jetzt mal wirklich ganz genau hin, was nämlich Sean Fontino hier sagt. We working on the DLC downloadable content, man, for Grand Theft Auto 5, and that's real big, man. That's okay. Like first on my list right now. Leute, bekommen wir endlich mal ein Story-DLC für GTA 5, das wäre auf jeden Fall richtig geil, denn er hat ihn nämlich offiziell bestätigt, dass er nämlich mit Rockstar Games daran arbeitet, an einigen Story-DLCs und da wir ja wissen, wir haben bis jetzt nur Online-DLCs bekommen und Franklin kam bis jetzt auch im Online-Modus nie dran, wäre das doch wirklich eine richtig geile Sache, wenn wir doch endlich mal ein Story-DLC für GTA 5 bekommen, aber Leute, ich muss euch da ein bisschen enttäuschen, ich glaube, dieses Interview war wirklich schon vor einigen Jahren, also ich glaube, das war im Jahr 2015, doch wer weiß, Leute, vielleicht wird das Story-DLC in GTA 5 irgendwann einmal kommen. Ich weiß nicht wann, Leute. Ich finde, es ist endlich Zeit, dass wir mal ein Story-DLC wieder bekommen. Und ich habe euch doch noch am Anfang des Videos gesagt, dass der Synchronsprecher von CJ auch der Cousin von Franklin, also von Sean Fontino, ist. Das können wir zum Beispiel auch hier sehen, Leute. Die hängen einfach mal gemeinsam in der Grove Street Gang ab. Also sozusagen in der Grove Street Gang im Real Life. Tell them who you is, nigga. CJ from San Andreas. CJ and Franklin up in this motherfucking real life shit, though. Und ich würde sagen, Leute, wir kommen einfach mal direkt zum nächsten Charakter. Leute, den nächsten Charakter, den ich vorstelle, der ist noch einmal aus GTA San Andreas, aber es geht hier diesmal nicht um CJ, sondern um einen wirklich ziemlich uninteressanten Nebencharakter, wie ich finde, aber da steckt wirklich viel mehr dahinter, denn es ist ein richtiger Hollywood-Star als Synchronsprecher gewählt worden. Und zwar geht's, Leute, nämlich um den Officer Tampany. Die Leute, die nämlich GTA San Andreas einfach starten, ganz zu Beginn spielen, werden dann schnell auf Officer Tampany treffen. Und dieser ist nämlich so ein korrupter Cop, der irgendwie CJ
CJ und generell die ganze Gang in Schacht hält. Doch Officer Tenpenny, Leute, wurde synchronisiert von, jetzt haltet euch fest, Samuel L. Jackson. Ich kenne ihn nämlich hauptsächlich aus den Star Wars Prequels, wo er nämlich die Rolle von Mace Windu hatte und er hat nämlich dieses lila Laserschwert gehabt, was ich übelst gefeiert habe. Und dass der Typ in GTA San Andreas eine Synchronrolle hatte, hätte ich nie in meinem Leben gedacht, Leute. Und deshalb zeigt das einfach nur, Rockstar Games steckt einfach volle Überraschung. Es kann wirklich alles Mögliche sein in GTA San Andreas oder generell in GTA 5. Und das fand ich auf jeden Fall eine richtig geile Überraschung. Dann als nächstes, Leute, noch einmal ein ganz kleiner Charakter, und zwar Martin Madrazo. Und dieses Mal habe ich ein bisschen recherchiert, habe allerdings nicht so viel gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist nämlich die Synchronrolle von Martin Madrazo. Und Martin Madrazo wird nämlich gespielt von Alfredo Huereca. Aber ansonsten wirkt er auch im Real Life so ein bisschen bedrohlich. Das waren auf jeden Fall wieder einige Personen aus GTA 5 im Real Life. Wenn euch, wie gesagt, diese Folge gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall eine positive Wertung da. Das würde mich mega freuen, weil es für vielleicht 2-3 Likes schaffen könnten. Falls ihr neu seid, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren und auf die Glocke klicken, damit ihr keine weiteren Videos verpassen könnt. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Ciao.